Ja. Freut mich, dass es passt. Ich bin so halbzig, aber ich höre einfach mal ein bisschen zu. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganze Zeit laber, aber ich. Ja, also es ist heute auch gar nicht so lang geplant und wie ihr auch merkt, gerade noch alles ein bisschen spontan und entsteht dynamisch im Hier und Jetzt. Aber das passt ja auch ganz gut. Aber ihr seid jetzt alle versorgt. Ich auch. Danke nochmal dafür. Ja, und überhaupt danke Frank, dass ich diese Möglichkeit hier bekomme. Wie gesagt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit angefangen, meine Entwicklungsbegleitung, die ich anbiete, also für persönliche Entwicklung für Erwachsene, mit meiner Musik zu verbinden. Ich habe früher Straßenmusik gemacht, bevor ich jetzt 2020 hier nach in die Gegend gezogen bin. Ich wohne jetzt in Schwedeneck. Und ja, ich schreibe über meine Gedanken, meine Gefühle, was ich empfinde, meine Lebensphilosophie und ja, möchte das mit den Menschen teilen. Habe aber auch gemerkt, dass so das reine Konzertformat für mich irgendwie nicht so das Richtige ist, weil. Und so geht es mir auch selber in Konzerten. Wenn ein Lied auf das nächste folgt, geht das mir irgendwie manchmal zu schnell. Und ich denke mir Dinge oder ich fühle Dinge oder ich will die gerade noch verarbeiten und es geht aber schon ins nächste. Und so war das eigentlich aus meinem eigenen Empfinden auch heraus, dass ich das Lauschtauschen mir ausgedacht habe. Und das hat auch schon im Herbst letzten Jahres begonnen und da an Stränden stattgefunden. Da habe ich an Strände eingeladen, wo wir dann im Kreis zusammensitzen. Ich meine Lieder spiele, aber zwischen den Liedern immer wieder Raum da ist, wo man sich darüber austauschen kann. Wie ging es mir gerade? Was habe ich gerade gedacht? Auch ich teile von mir, was ich gerade gefühlt habe oder gedacht habe oder wie das Lied entstanden ist oder so. Und dann entsteht da ein ganz natürlicher Austausch so miteinander. Und ja, das möchte ich mit diesen kleinen Kennenlernkonzerten etwas bewerben, wo ihr euch jetzt befindet. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ja, um mich kennenzulernen und meine Philosophie und die Lieder, die ich auf dem Lauschtauschen anbiete. Und ja, ich bin auch etwas angeschlagen. Wie gesagt, ich bin ausgerutscht vor ein paar Tagen. Gestern lag ich noch mit Knieschmerzen auf dem Sofa, also irgendwie ist gerade ganz viel. Und mein Körper sagt, mach mal langsam. Aber ja, ich wollte einfach mal ein paar Lieder mit euch teilen und meine Geschichte und so euch die Möglichkeit geben, mich ein bisschen kennenzulernen. Ja, da kommt mir natürlich sofort der Impuls und da weise ich auch beim Lauschtauschen immer darauf hin, also da ist es natürlich nochmal ein anderes Format, wo nach den Liedern nicht unbedingt geklatscht werden muss, aber es geklatscht werden darf, aber mir in erster Linie wichtig ist, dass jeder, der da ist, einfach auf seine inneren Impulse hört, was brauche ich gerade, wie möchte ich gerade darauf reagieren oder auch nicht. Denn im Schweigen und in der Stille ist auch alles enthalten, finde ich. Und genau, aber fühlt euch frei. Heute sowieso Kennenlernkonzert, da ist das Ganze, ist auch ein, auch euer Applaus ist natürlich immer willkommen. Und ja, ich fange mit einem meiner älteren Lieder an, das ich auch in der Zeit meiner Straßenmusik geschrieben habe, zu der ich auch in meinem Bus gelebt habe und in ganz Deutschland unterwegs war. Euch und euch Raum zu geben und Stille zu lassen, brauche ich das manchmal auch und dann passieren diese Pausen. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich fange einfach mal an. Ich befreie meinen Geist. Natürlich.
wunderschön. Freut mich. Auch weil ich das viele Jahre schon gespielt habe, ich merke immer noch, wie mal. Ich bin aufgeregt, neue Leute da und ja, mein Energielevel ist auch so mittel, deswegen habe ich auch meine Wärmflasche dabei. genau. Und ja, hier konntet ihr schon ein bisschen raushören, worum es mir geht, wer ich bin, wie ich durchs Leben gehe und was mir wichtig ist. Und ja, das Wichtigste ist, als erstes mich selbst und dann auch alle anderen Menschen daran zu erinnern, wer wir wirklich sind und was alles wirklich in uns steckt. Und dass da viel mehr ist, als wir gemeinhin bisher geglaubt haben oder auch manchmal immer noch uns zugestehen wollen. Und ja, das ist auch so mein Lebensinhalt, meine Aufgabe, wie ich so fühle. Und das, was ich auch zu geben habe, daran zu erinnern, das selbst auch zu leben, so gut es mir geht, natürlich auch nicht immer. Es ist nicht immer alles gut. Ich habe gerade vorher mit Frank darüber gesprochen, wegen seiner Veranstaltung. Ja, auch wichtig ist natürlich, mich aufs Positive auszurichten, aber manchmal sind da auch Ängste und Zweifel und die brauchen auch ihren Raum und tragen ihren Teil dazu bei, dass ich mich wieder daran erinnere, wer ich bin und was ich eigentlich kann. Ja, und so jetzt erzähle ich dann auch eben gerne von mir und ein bisschen dem Hintergrund, wie ein Lied entstanden ist oder was mich dazu bewegt hat. Und ja, so auch gerne das nächste Lied. Wieder was gebastelt. Weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit gemerkt habe, dass ich eigentlich immer ein bisschen zu tief singe. Und ich deswegen hier Gitarre etwas hochstimme. Ja, und passend zu dem, was ich eben sagte, handelt auch das nächste Lied davon, mir zuzugestehen, was ich alles kann und was ich alles darf und was ich alles vielleicht bin und warum ich das bisher vielleicht nicht getan habe. Ich erzähle auch gerne offen von dem, wie es mir ergangen ist und dass ich auch öfter unter der Strenge meines Vaters gelitten habe, der selber Musiker ist, der mein erster Musiklehrer war. Und mir der Gedanke kam, dass Kinder ja gerne in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen. Und ich mich dann gefragt habe, ja, was ist aber eigentlich, wenn meine Schuhe größer sind oder anders geformt sind als die Fußstapfen meiner Eltern? Und der weitere Gedanke war eigentlich, was ist, wenn ich sogar mehr erreichen könnte, als das, was meine Eltern gemacht haben? Und wäre das in Ordnung? Könnte ich das überhaupt zulassen? Größer sein? Erfolgreicher sein? Wohlhabender sein? Was auch immer, als meine Eltern. Und daraus ist das nächste Lied entstanden, das heißt, ich darf. Tut mir leid.
quatschen. Bitte. Das ist schön. Danke. Da ich wieder los muss, wollte ich dich noch mal fragen, was verstehst du unter Lauschtauschen? Also jetzt unabhängig von dem Kennenlernkonzert. Genau, also Kennenlernkonzert erlebt ihr ja jetzt gerade. Ja. Und der Unterschied zum Lauschtauschen ist, dass wir vielleicht in einem etwas kleineren Kreis zusammensitzen und wir dann zwischen den Liedern wirklich in einen Austausch kommen, indem ich erzähle, aber andere auch den Impuls folgen, mitzuteilen, was sie gerade gedacht oder gefühlt haben. Also ich hatte auch Kennenlernkonzerte, da ist das quasi schon so ein bisschen übergegangen und ihr habt bestimmt manche auch schon den Impuls gespürt, ich könnte vielleicht was sagen oder so. Und da lade ich eben nochmal explizit dazu ein, dass der Raum da ist, gehört zu werden, gesehen zu werden mit dem, was gerade da ist, was man gerade mitteilen möchte. Und so entsteht eben zwischen den Liedern ein sehr vertrauensvoller und offener Austausch über unsere Gefühle und Gedanken, die angestoßen werden durch mein Erzählen, aber auch mein Singen. Okay. Ja, ich muss leider los. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir können da auch gerne nochmal dann per E-Mail oder anrufen einfach drüber sprechen. Die Termine, wo stehen die, wann das stattfindet? Diese Lauftausch. Einen Moment. Tschüss. Vielen Dank. Danke auch. Ups. Oder sagst du nachher noch? Wenn du jetzt schon fragst. Ja, also genau, der nächste Lauschtauschtermin ist tatsächlich auch wieder hier, am 24.02. wieder 15 Uhr an einem Freitag. Genau, letztes Mal war das dann hier vorne. Wir müssen es aber intern nochmal ein bisschen absprechen, ob es vielleicht auch hinten im Besprechungsraum besser ist. Da ist ein bisschen ungestörter, sage ich jetzt mal. Aber wir schauen mal. Und ansonsten steht das auf meiner Webseite auf jeden Fall. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch später auch noch eure E-Mail-Adresse geben. Denn ich schreibe immer wieder mal Newsletter sozusagen, wenn was Neues ansteht. Ja, gerne. So. Genau. Ja, die finde ich echt schön. Also, ja. Freut mich. Also, da schon einiges angeregt wird. Ne? Ja. Ich merke das ja auch selber, also ne, meine Lieder sind auch relativ lang, also es ist nicht das normale Radio-3-Minuten-Lied und so und es ist halt auch sehr vielschichtig und ich packe da auch sehr viel rein und das weiß ich auch und wie gesagt, ich glaube, es steckt so viel in uns und wir können den vollen Wert auch erst erkennen, wenn wir das zum Ausdruck bringen. Und deswegen möchte ich diese Räume dafür geben, das zum Ausdruck zu bringen. Um unsere eigene Stärke nicht nur zu wissen, dass es die eigentlich irgendwie theoretisch gibt, sondern wirklich die Erfahrung zu machen. Und das, glaube ich, geht am leichtesten, auch wenn es erstmal vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, aber dann im Austausch mit anderen. Ja. Schnell. ich bringe ja auch immer mein eigenes Geschehen und meine eigenen Prozesse so ein bisschen mit. Und es war jetzt spannend, weil die Frau hier von dem Stadtteilnetzwerk, kennt ihr das hier in Kiel? Das ist auch so eine Mitte, ne? Genau, ist auch so ein gemeinnütziger Verein, die so irgendwie verschiedene Orte und Menschen miteinander vernetzen auf Gemeinwohlbasis sozusagen. Und da war ich vorletzte Woche eben auch, um mich mal vorzustellen und zu sagen, hey, vielleicht wäre das ja auch was für euch und so. Und ja, das mit der Musik mache ich jetzt seit letztem Herbst und ein Jahr davor habe ich überhaupt erst mit meiner Selbstständigkeit angefangen, Menschen in ihren Prozessen zu unterstützen, so offiziell. So inoffiziell mache ich das schon lange. Und das war ein sehr spannender Prozess auch damit, nach außen zu gehen, zu zeigen, wer ich bin, mich mit meiner Gabe, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Angebot zu sagen, hier bin ich, das ist doch was Tolles. Und tatsächlich aber auch viel auf entweder Ablehnung zu stoßen oder auch einfach nur auf gar keine Rückmeldung und so weiter. Und das ist ein sehr kräftezehrender Prozess auch gewesen oder immer noch. Auch wenn ich jetzt auf der Suche nach Räumen bin und so weiter, zu merken, grundsätzlich finden viele oder die meisten, dass das eine richtig gute Idee ist. Aber ich passe irgendwo nirgends so richtig rein. Es ist nicht so nichts Greifbares, irgendwie was Neues, was auf der Suche nach seinesgleichen ist. Und
Ja, ich hatte jetzt mit ihr so ein bisschen das Gefühl, als wäre es auch so ein Bewerbungsding. Und dass sie jetzt auch kaum warten konnte, dass die Tür offen ist, um zur Tür rauszukommen. Und also diese Dinge, das spüre ich einfach alles und das macht was mit mir und berührt mich auch sehr. Greift auch manchmal so alte Sachen in mir, die dann mit so negativen Gedanken gleich aufkommen und ein bisschen so Minderwertigkeitsgefühle und solche Sachen, die dann so aufkommen. Und ja, es ist einfach spannend, ich merke das einfach, und weil das eben auch mein Reden und mein Auftreten vor euch beeinflusst, bringe ich es halt zum Ausdruck, damit ihr auch mitfühlen dabei sein könnt, was ich gerade hier so erlebe, während ich konzertiere. Ein Lied möchte ich gerne noch mit euch teilen. Eines der neuesten Lieder auch. Da habe ich auch was sehr Persönliches, das ich mit euch teilen möchte. Und das hat damit zu tun, dass ich vor bald zwei Jahren mit meinem Vater telefoniert hat und er erzählt hat, dass er mich ursprünglich Mahalyn nennen wollte. Mein Vater ist von den Philippinen. Mahalyn. Mahalyn. Katrina Lee. Er wollte mich ursprünglich Mahalyn nennen, weil das ein philippinisches Wort ist. Und er hat mir dann erklärt, was das bedeutet, und hat dann gesagt, naja, eigentlich heißt das zum Lieben. Das fand ich schon total süß. Aber dann hat er mir auch noch erläutert, das ist wie wenn du eine besondere Pflanze hast, um die du dich ganz besonders kümmern musst, mit ganz außergewöhnlichen Blüten, und die du ganz sorgsam umhegen musst sozusagen. Und das hat mich so tief berührt. Und es hat mich auch so berührt, dass mein Vater, mit dem ich oft eine sehr schwierige Beziehung auch hatte, eigentlich so ein Gespür für mich hatte, schon bevor ich geboren war, und mir diesen Namen geben wollte. Naja, seitdem ist es für mich so mein Herzensname, Mahalyn. Nicht nur ich, sondern wir alle, glaube ich, sind zum Lieben gemacht. Und das im doppelten Sinne. Wir sind dazu gemacht, zu lieben, aber auch geliebt zu werden. Und die erste Person, die das einsehen muss, bin immer ich selbst. Deswegen singe ich auch in den meisten Liedern, komme ich immer auf das Ich zurück und das Ich bin. Das Ich bin ist ja die schöpferischste Aussage, die du machen kannst. Ja, weil es direkt deinen Seinszustand manifestiert. Und darum geht es auch in dem folgenden Song. Ich bin Mahalyn. Was mich bewegt, was
danke ich euch sehr, dass ihr für dieses Kennenlernkonzert hierher gekommen seid und ja, ich mich zeigen durfte, ich von euch gesehen werden durfte. Ich merke auch wieder, wie gut mir das tut. Ich habe vorher zu Frank schon gemeint, mein Energielevel ist heute nicht so. Ich hätte es so auf einer 4 ungefähr eingeschätzt von 10 und merke jetzt wieder durch dieses Singen und durch unseren Blickkontakt und das Lächeln und das Berührtwerden, diese Herzensenergie, die da fließt, da bin ich schon ein paar Punkte wieder hochgestiegen. Ich hoffe, ihr fühlt das ähnlich. Genau, ja. Und ja, das war jetzt hier so eine Auftaktveranstaltung. Mal schauen, ob das Lauschtauschen auch seinen Platz in das Programm des Café Paletti generell findet. Ansonsten, was ich gerade eben mache, am letzten Freitag des Monats, hat jetzt letzten Monat das erste Mal stattgefunden und jetzt am 24. wieder, ist meine eigene Veranstaltung, wofür ich den Raum auch buche. Um 15 Uhr, ihr seid herzlich eingeladen natürlich, erzählt es auch gerne weiter. Und ja, hier vorne habe ich auch ein paar Visitenkarten von mir dabei, die ihr gerne einstecken dürft und ein paar hübsche goldene Bleistifte, die ihr auch gerne mitnehmen könnt. Und mein Gabenglas, das habe ich immer dabei, weil das Lauschtauschen findet auf freiwilliger Honorarbasis statt. Und das heute ist natürlich auch ganz frei, aber Spenden sind immer willkommen. Wenn mir jemand was da lassen will, freue ich mich. Und ich hole auch gleich noch was zu schreiben, wenn ihr eure E-Mail-Adressen aufschreiben wollt für den Newsletter. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke. Und also für mich war es auch sehr schön. Ja. Das freut mich. Ja. Es war, und ist berührend. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich bin sonst der Schnacker der Rose, aber Punkt. Ausrufepunkt.